Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein letzter Entspannungshaul ist schon eine ganze Weile her und euch hatte das Format so gut gefallen. Und es haben sich jetzt wieder so einige Sachen angesammelt und es lohnt sich wieder mal, da ein Video zuzudrehen. Ich möchte euch jetzt die verschiedenen Sachen aus der Kategorie Entspannung zeigen, die in letzter Zeit neu bei mir eingezogen sind. Und wir starten mal mit meinem neuen Journal. Ich journal ja sehr, sehr gerne. Heißt, ich schreibe zu verschiedenen Fragen die Antworten auf, um so einfach Klarheit über meine Gefühls- und Gedankenwelt zu bekommen. Und da nutze ich immer und ausschließlich den Podcast, den Soul Journal Podcast von Maxine. Den kann ich sehr empfehlen. Verlinke euch den gerne mal unten in der Infobox. Und das ist jetzt zum Beispiel hier mein neues Journal zum Reinschreiben. Du bist genug. Dann habe ich, und zwar, ich weiß gar nicht mehr in welcher Zeitschrift, ob es jetzt die Rossmann oder DM-Zeitschrift war, irgend so eine, gab es eine Buchempfehlung, beziehungsweise wurden die Bücher eines ganz bestimmten Autors empfohlen. Und ein so ein Buch habe ich mir jetzt aus der Bibliothek mitgenommen. Und zwar sind das die Bücher von Jan Philipp Sendker. Und das, was ich jetzt habe, das ist Das Gedächtnis des Herzens, weil das ein Einzelband ist. Also er hat auch Reihen rausgebracht. Und seine Geschichte spielen, glaube ich, fast alle in Burma. Sie zwangen sich zu einer Tapferkeit, der ihre Herzen gar nicht gewachsen waren. Als sie es bemerkten, war es zu spät. Die Geschichte einer großen Liebe, die im Wirbel politischer Ereignisse zu zerbrechen droht, der Suche eines Jungen nach seiner Mutter und der heilenden Kraft des Verzeihens. Also diese Romane haben immer einen spirituellen Charakter. Und das gefällt mir wahnsinnig gut und ich bin mega gespannt. Und das wird tatsächlich auch, also da wage ich mich auch auf extrem neues Terrain, das wird auch das nächste Buch in meinem Lesezirkel für Erwachsene. Das wird das nächste Buch, was ich vorstellen werde und bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das ankommen wird. Das ist auch optisch. Optisch ist es halt mega schön. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Bücher eventuell auch hier drin stehen. Aber ich glaube nicht. Ich kann euch aber noch mal was zum Autor kurz erzählen. War viele Jahre Amerika- und Asien-Korrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Und da werden halt nochmal aufgezählt die verschiedenen Romane, wirklich Welterfolg-Romane. Und seine Romane sind in bis zu 35 Sprachen übersetzt. Ich habe tatsächlich davor noch nie was davon gehört. Ist auch kein allzu dickes Buch, also hat ungefähr 330 Seiten. Das kann man also gut mal an einem Wochenende lesen. Und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich auch mega drauf. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich das jetzt das kommende Wochenende lesen werde. Dann habe ich ein bisschen was Neues von doTERRA und von meinen ätherischen Ölen, beziehungsweise auch nicht so neu. Das habe ich schon oft in die Kamera gehalten. Ich musste aber ein neues bestellen, weil es einfach leer war. Und zwar ist das... Na? Jetzt. Und zwar ist das Passion. Passion ist ja mein absoluter Lieblingsduft. Den diffuse ich übrigens auch gerade wieder. Also ich glaube, jeder hat so, beziehungsweise mit den Leuten, wo ich mich so unterhalten habe, ist das so, die haben so einen Duft und das ist ihr Duft. Und das ist so ihr Wohlfühlduft und das ist bei mir tatsächlich Passion. Also ich wähle ja den Duft meistens sehr intuitiv. Also ich gehe in meinen Schrank und überlege, was möchte ich heute nehmen. Das passt dann auch meistens sehr, sehr gut. Oder Passion einfach auch, wenn ich mich gut fühlen möchte. Also wenn es mir entweder nicht gut geht und ich mich besser fühlen möchte oder wenn ich einfach sage, heute, das wird mein Tag und dann diffuse ich Passion zum Beispiel gleich morgens. Und das hier, und den habe ich aber relativ neu, habe ich euch aber auch schon mal gezeigt, ist Vetiva. Und das ist was sehr, sehr Erdendes, Entspannendes, so zum Runterkommen, auch sehr, sehr geil, kommt auch sehr gut bei den Kindern an. Und was es neu bei doTERRA gibt und was ich jetzt auch habe, das ist jetzt nur die leere Schachtel, ist eine Seife. Und zwar die zum Duft Serenity. Und ich liebe, liebe, liebe Serenity. Ist quasi eine Erweiterung von Lavendel. Also in Serenity ist Lavendel auch mit drin, aber halt auch noch ein paar andere Sachen, weil Lavendel ist mir manchmal, riecht es mir manchmal einfach zu stark nach Lavendel. Manchmal kann ich Lavendel nicht haben. Und dann nehme ich Serenity. Und das habe ich jetzt im Badezimmer als
Seife. Und wenn du das benutzt, riecht dann das komplette Badezimmer nach dieser geilen Seife und diesem extrem entspannenden Geruch ja auch. Und da riecht man auch so das Lavendel raus und ach, das ist einfach total fantastisch. Genau, ist jetzt aber nur die leere Verpackung. So, dann habe ich mir vor, im August habe ich die bestellt. Und zwar wollte ich schon länger ein Kartenset haben zum Kartenziehen. Und ich wollte kein englisches Set haben, ich wollte unbedingt ein deutsches Set. Und da gibt es ja Trillionen. Und ich habe lange gesucht, bis ich meins gefunden habe. Und kann jetzt auch sagen, das war zu 100% die richtige Entscheidung. Das ist das perfekte Set für mich. Das benutze ich auch sehr, sehr gerne im Coaching. Das sind die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. 52 Karten mit Anleitungsbuch von Colette Baron Reed aus dem Knauer Verlag. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, also hier ist halt das Heft drin, wo dann auch zu jeder Karte drin steht, was die bedeutet und was die aussagt. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Karten zeigen, weil die einfach so, so wunderschön sind. Oh, die ist falsch rum. Die sind einfach so schön. Also schon deswegen liebe ich die, weil die einfach so mega, mega schön aussehen. Und dann stellt man sich halt einfach eine bestimmte Frage. Und wenn es ist, was soll ich als nächstes tun oder was hilft mir gerade? Und dann guckt man einfach, was einem geraten wird. Also die sind echt so, so schön. Wenn ich finde, würde ich euch gerne noch, das ist auch so geil, die Yin-Karte zeigen. Weil die echt super, super schön ist. Das ist auch geil, ne? Also schon, weil die so schön sind. Und das mache ich, also ich mache das so ganz intuitiv. Hier ist die Yin-Karte, die ist so schön. So ganz intuitiv. Wenn ich so sage, okay, heute ist mal wieder Zeit, eine Karte zu ziehen, dann mache ich das so für mich. Manchmal habe ich eine ganz konkrete Frage oder stelle, wie gesagt, die Frage, was tut mir gerade gut, was soll ich als nächstes tun? Oder ich ziehe einfach und guck mal, was mir das Universum gerade sagen möchte. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist ganz, 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 ganz toll und auch praktisch. Nicht zu spirituell, sehr, sehr, sehr praktisch gehalten. Und zum Schluss habe ich jetzt noch 6 Produkte. Und zwar, wer mir schon seit einigen Jahren folgt, der weiß, dass ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt mein 4. Jahr oder mein 5. Jahr ist, dass ich, wenn der Herbst losgeht, eine große Kerzenbestellung mache. Und zwar habe ich auch nie wieder was anderes ausprobiert. Also das sind für mich tatsächlich die besten Duftkerzen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zwar bestelle ich, wie gesagt, seit vielen Jahren immer zu Anfang Herbst bei Kerzenlieferant. Und mache eine riesengroße Bestellung. Das reicht dann auch über den Herbst und über den Winter. Im Frühjahr und Sommer bin ich jetzt nicht so der Typ für Kerzen. Ist wahrscheinlich bei den meisten so. Und ich möchte euch jetzt zeigen, ich weiß, 2 Düfte davon hatte ich schon im letzten Jahr. Und die anderen sind, glaube ich, alle neu. Den hier hatte ich auch schon im letzten Jahr. Das ist Frosted Garden. So sieht das aus. Und das ist so eine 3-Docht. Die sind auch sehr, sehr, sehr schön groß. Ich brauche große, weil die brennen bei mir halt auch viel und oft und so. Genau. Also die hatte ich schon im letzten Jahr. Die riecht so ganz frisch, so ein bisschen blumig. Oh, einfach geil. Die hier, weiß ich, hatte ich auch schon im letzten Jahr. Granatapfel und Vanille, glaube ich, ne? Oder? Genau. Nee, Jasmin. Jasmin und Granatapfel. Die riechen einfach zu geil. Ich kann euch das gar nicht, ich bin schlecht im Düfte beschreiben. Aber die riechen einfach alle zu geil. So, und die anderen, die ich habe, die sind alle neu. Die hatte ich vorher noch nicht. Das ist jetzt Herbstspaziergang. Der ist so ein bisschen schwerer. Oh, ich hatte mal ein Parfüm, was so roch. Oh, auch sehr geil. Das ist so für einen Dateabend was sehr, sehr cooles. Dann haben wir hier Home Comfort. Oh.
Ich wüsste jetzt auch tatsächlich gar nicht, welche ich als erstes anmachen sollte. Ich könnte die auch alle als Parfüm tragen. Oh, fantastisch. Riecht auch sehr, sehr geil. Das ist jetzt hier eine kleinere. Das ist eine Eindocht. Velvet Rose. Und riecht aber so ganz dezent nach Rose. Also nicht so dieses künstliche, aufdringliche, wo man Kopfschmerzen von bekommt, sondern dieses ganz dezente, wenn man so an einer frischen Rose tatsächlich riecht. Oh, mega schön. Und dann habe ich gerne auch so kleinere Gläser. Also die großen, die stehen bei mir halt immer im Wohnzimmer und so kleinere Gläser gerne mal im Bad oder in der Küche oder so. Und habe jetzt hier einfach Berry Delight. So. Und das riecht einfach so ganz klassisch, schön fruchtig, bärig, intensiv. Und bei den Kerzen ist es halt wirklich so, bei anderen hast du manchmal, wenn du die das erste Mal anzündest, riechen die ganz, ganz toll. Und dann riechen die nicht mehr. Das ist bei denen tatsächlich nicht so. Also die sind wirklich, wirklich toll. Und ich würde nicht ohne Grund seit mehreren Jahren jetzt da bestellen. Also Kerzenlieferant verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Und das waren jetzt so die neuen Düfte, die ich mir zugelegt habe. Natürlich von manchen Düften mehrere. Ich habe euch jetzt jeden Duft einzeln gezeigt. Ist einfach zu geil. Boah. Okay, ja, mega. Ich muss aber erstmal, ich habe da oben, hä? Da. Noch so eine große weiße. Die muss ich jetzt erstmal aufbrauchen. Die hatte ich im Sommer dann doch mal irgendwann gekauft. Und dann kann es losgehen. Dann kann ich mich an diese ganzen tollen Düfte heranwagen. Genau, das war mein neuer Entspannungshaul. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat, dass vielleicht ein paar Anregungen dabei waren. Was ich verlinken kann, verlinke ich euch alles unten. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!